Grüße Gemüse und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal der Shisha Brothers. Heute stellen wir euch mal wieder eine Pfeife vor. Diesmal haben wir die Union Hookah Sleek Hybrid Epox Copper Tiger Version. Dazu muss man sagen, Sleek ist das Modell. Genau. Und Epox Copper Tiger, das ist alles quasi die Ausführung, die Variante. Richtig. Genau. Preislich bekommt man das Ganze für einen stolzen Preis von 264,90 Euro. Ja, also ich sag mal Mittelpreisklasse. Bei russischen Pfeifen ja, ja. Stimme ich dir zu. Die Union Hookah ist von einem russischen Hersteller wieder. Wir haben bei der Ausführung, die ich habe, Epoxidharz-Elemente bei der Rauchsäule in der Mitte und der Rest ringsherum ist stabilisiertes Holz. Und außerdem haben wir ja ganz normale Edelstahl-Elemente natürlich auch mit untergebracht. Wie bei den meisten russischen Modellen haben wir auch hier wieder eine Steckbowl. Das heißt, ihr habt eine Gummidichtung und könnt jede beliebige passende Glasbowl unten dran stecken. Die Pfeife hat eine Höhe von 55 cm, ist wieder ein mittleres Ding, vollkommen in Ordnung. Ja. So. Und? Was und? Na, Lieferumfang? Ne, ich dachte, das machst du gleich mit. What the fuck? Ach, so sag das doch. Ich gehe hier fest. Ich gehe hier wirklich 3, fest. 3, 2, 1. Und bei der Gesamthöhe sind wir bei 55 cm. Ganz normales Ding, mittleres Ding. Und wir schauen uns jetzt mal im nächsten Schritt den Lieferumfang an. Genau. Dann kommen wir zum Lieferumfang. Ich würde sagen, wie immer fangen wir von oben nach unten an. Beginnen wir beim Kopfadapter. Der ist wieder schlicht in Edelstahloptik gehalten. Unten ein Schraubgewinde und obendrauf eine weiße Gummidichtung, die mit im Lieferumfang dabei war. Dann als nächstes der Kohleteller, auch wieder schlicht gehalten. Das Union Hookah Logo haben wir hier nochmal mit drauf. Ansonsten haben wir hier wieder so gebürsteten Edelstahl. Nichts Besonderes, schlicht und schick. Hier haben wir einmal das Innenleben der Rauchsäule. Das Ganze ist auch aus Edelstahl, hat hier oben so einen kleinen Stopper, sage ich mal. Und dazu kommt natürlich noch der Sleeve dazu. Der ist aus Holz mit Epoxidharz ummantelt. Hier in der Mitte hat man auch nochmal so einen leicht schimmernden Effekt. Sieht sehr, sehr schick aus. Das wird einfach so aufgesteckt und dann auf die Base geschraubt. So, dann haben wir hier ein schönes Ufer, was reingeflogen kommt. Das ist die Base, wunderschön nochmal drauf mit dem Union Hookah Logo und Schriftzug. Hier auf der Seite haben wir einmal das Ausblasventil und auf der anderen Seite gegenüberliegend einen Schlauchanschluss. Hier oben wird die Rauchsäule reingeschraubt. Unten haben wir eine einfache Gummidichtung und natürlich den Anschluss für das Tauchrohr. Material ist hier wieder Kunststoff, allerdings ja kein normaler Kunststoff, sondern wieder dieser gehärtete Kunststoff, der so ein bisschen widerstandsfähiger ist. Hier haben wir dann einmal das Tauchrohr, schlicht gehalten, hier oben das Gewinde zum Anschließen des Tauchrohrs und hier unten haben wir keinen Diffusor dran, aber wir haben hier zwei Rillen, an denen es so aussieht, als könnte man dort theoretisch einen Diffusor anschließen. Zum anderen können die Markierungen natürlich auch als mögliche Orientierung für den Wasserstand da sein. Kommen wir zum Schlauch und zum Mundstück. Ganz wichtig, Schlauch ist nicht dabei, sondern ist extra nachgekauft. Zum Schlauchanschluss haben wir hier schlicht gehalten, Kunststoff und zwei O-Ringe, die das Ganze dann abdichten. Und beim Mundstück haben wir hier wieder eine wunderschöne Mischung aus Holz und Epoxidharz und natürlich ganz vorne Edelstahlspitze und natürlich auch Edelstahl-Innenleben. Hier haben wir wieder einmal die Bowl, klassische Clear Bowl, nichts Besonderes. Hier nochmal der Anschluss für die Dichtung, ansonsten klassische Bowl. Das soll es zum Lieferumfang gewesen sein. Ich würde sagen, wir bauen die Pfeife zusammen und schauen uns das gute Stück mal im Gesamtbild an. Aufgebaut ist die Pfeife und ich würde sagen, sagen wir mal was zum Design. Ja, also ich muss ja sagen, optisch finde ich die Pfeife sehr, sehr schick. Der Schlauch macht das Ganze für mich so ein bisschen komplett. Da ist natürlich wichtig zu sagen, dass der so nicht mit dabei ist. Ich finde, ein schwarzer Schlauch würde das vielleicht fast schon kaputt machen, das Gesamtbild. Hm. Allerdings finde ich dieses orangene Farbschema, was hier durchgezogen wurde, sehr, sehr schick. Insgesamt finde ich einfach eine sehr, sehr schicke Pfeife, auch farblich. Was ich sowieso immer liebe bei diesen russischen Pfeifen ist, wenn in der Mitte hier so ein Epoxidharz-Element ist, was halt so glitzernd ist, so leuchtend ist, was das nochmal so ein bisschen besonders macht. Ja. Ja. Und wir haben ja schon eine andere Union Hookah vorgestellt, die Fibonacci. Mhm. Die war ja im Prinzip von der Farbe her relativ gleich im selben Design gehalten. Ja, zumindest was diesen Epoxidharz-Teil angeht. Genau. Und ich finde, das ist so der große Papa davon, weißt du?
Der, die Fibonacci ist so der kleine Bruder und die ist eher so was Voluminöses, was etwas Größeres. Das stimmt, ja. Und auch hier diese Base, das ist ja wirklich so ein richtiges UFO. Man denkt, das hebt gleich ab, wenn man das so anguckt. Ist was Außergewöhnliches, kenne ich so als Base-Variante noch gar nicht. Hm. Für 264 Euro, finde ich, hätte es vielleicht trotzdem Edelstahl sein können, obwohl bei den russischen Modellen eigentlich fast immer die Base Kunststoff ist. Ja. Also ich kenne ganz wenige Pfeifen, wo da wirklich Edelstahl verwendet wird. So, dann haben wir hier natürlich wieder keinen Schliff, sondern auch wieder gesteckt. Stecksystem mit O-Ring. Genau, richtig. Tatsächlich geht das aber sehr leicht und klar, Schliff ist immer besser, aber es ist jetzt nicht so, dass es ein No-Go ist oder so. Nee, ist richtig. Ja. Und wie gesagt, sehr, sehr geil, dass immer ein passendes Mundstück dabei war. Insgesamt aber eine sehr, sehr schicke Pfeife. Definitiv. Und ich würde sagen, wir ziehen das Ganze mal an. Der Alfons nimmt wie immer einen kräftigen Zug. Wir sagen was zum Durchzug und natürlich auch zur Lautstärke. Ja, schöne dichte weiße Wolke. Kopf wurde also wunderbar gebaut. Qualmt ja auch schon eine Weile jetzt der Kopf. Richtig, genau. Kommen wir mal als erstes, denke ich, zur Lautstärke, weil das so das markanteste Thema ist, würde ich sagen. Also, wie man hören kann, ist das Ganze relativ laut. Das liegt zum Teil vermutlich auch einfach daran, weil hier kein Diffuser angebracht ist. Das soll vielleicht auch gar nicht sein bei der Pfeife. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht gewollt ist, dass hier ein Diffuser ran soll, sondern dass es wirklich dieses traditionelle, laute Blubbern hat. Ja. Es erinnert mich sehr stark so ein bisschen an die Hooker. Da habe ich ja auch zwei. Und vom Ton her kommt das schon in die Richtung. Also ich finde auch, dass die Pfeife relativ laut ist. Sie hat aber einen angenehmen Klang, der wirklich so an dieses traditionelle Shisha-Rauchen so ein bisschen erinnert. Ja. Für mich wäre es jetzt persönlich eher eine Pfeife, die ich beispielsweise draußen mit Freunden rauchen würde. Beim Ausblassystem haben wir ja auch schon fast eine traditionelle Variante wieder. Es geht nicht an der Rauchsäule entlang, es geht nicht am Kohleteller entlang, sondern ganz klassisch gegenüber vom Schlauchanschluss wird der Rauch einfach nach außen weggepustet. Alfons demonstriert das einmal. Ja, sehr schön zu sehen, ganz klassisch, nichts Besonderes. Ja. Tut, was es soll. Ein schöner, gerader Strahl. Ja, ist für mich jetzt aber kein Negativpunkt, sag ich mal. Kommen wir mal auf den Durchzug zu sprechen. Wir haben hier ja wieder ein relativ schmales Tauchrohr im Durchmesser. Trotzdem tut das der Pfeife eigentlich keinen Negativpunkt beim Durchzug, sondern man hat hier trotzdem einen schön geschmeidigen Durchzug, der zwar ja etwas schwergängiger ist und man merkt auf jeden Fall einen deutlichen Widerstand. Ich finde, der ist größer als bei anderen Pfeifen und auch das erinnert mich wieder so ein bisschen an die Hooker. Aber trotzdem angenehm und ja, mir gefällt der Durchzug so. Kommen wir mal zu einem persönlichen Fazit zur Pfeife. Also erstmal vom Preissegment schwankt die Pfeife ein bisschen. Es geht von 149 Euro bis 264. Aber ich finde trotzdem, für den Preis bekommt man hier ein sehr stimmiges Gesamtbild, was besonders auch von der Qualität wirklich sehr gut ist, hervorragend. Ja. Also ich habe hier keine Makel oder Mängel gefunden, was die Qualität betrifft. Das ist alles sehr gut verarbeitet. Also mir gefällt die Pfeife wirklich top. Geiles Ding. Also ich muss auch sagen, ich als eingefleischter Shisha-Liebhaber hätte sie mir auch für 265 Euro geholt, weil es einfach, ja, es macht einen wertigen Eindruck. Die Pfeife sieht sehr, sehr schick aus. Aber wenn es die tatsächlich auch nur in anderen Colorways für 150 Euro gibt, dann ist das, dann gibt es da für mich absolut keinen Weg dran vorbei. Also ist tatsächlich auch eine Pfeife, die dann wahrscheinlich zeitnah irgendwann mal in meiner Sammlung auftauchen wird. Dann war es das an der Stelle auch schon wieder. Schreibt uns gerne in die Kommentare, ob ihr eine Union Hooker besitzt und falls ja, was eure Meinung dazu ist. Ja, na dann zum guten Schluss natürlich, wie immer, ist das Däumchen oben. Wird man dich loben. In diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao. Tschüssikowski.